Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Miniaturen-Sammlung in Guild Wars 2, also Skins, die hinter dir herlaufen, in klein. Das hier ist der Mini-Sonnenspeer Nagosi. Der von der Rüstung her schon sich ein bisschen unterscheidet gegenüber den anderen Sonnenspeeren, die wir ja schon in der Serie hatten. Also ein bisschen pompöser, ein bisschen aufregender, so das gesamte Design. Der Sonnenspeer hängt mehr in der Mitte, als die meisten anderen hatten ja hier an der Seite. Die Rüstung ist ein bisschen deutlich pompöser mit mehr Gold und dem Blau, das sehr, sehr gelungen ist. Hier hinten mit den roten Streifen, die man auch hier vorne sieht, finde ich ganz nett. Und auch diese Sonnenspeer ist über die, ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie diese Kiste heißt, Sonnenspeer-Erlösungswunsch zu bekommen. Das heißt also auch, diese Miniatur ist handelbar, dürfte also auch nicht die Welt kosten im Handelsposten. Ihr könnt ja einfach nachschauen, Mini-Sonnenspeer Nagosi, wahrscheinlich reicht es, Nagosi einzugeben, um an den Sonnenspeer ranzukommen. Also, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass er wahnsinnig viel kostet. Wir gucken jetzt nicht nach. Die Preise schwanken ja eh mal ein bisschen. Ja, also, das ist eine der weiteren Miniaturen, die man eben haben kann, wenn man sie möchte. Wie schon gesagt, handelbar, somit auch für euch käuflich erwerblich, wenn ihr eben nicht das Glück habt, sie aus der entsprechenden Kiste zu bekommen. Das ist ja dann auch immer noch ein bisschen mit Glück verbunden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao. Abo nicht vergessen. Danke.